Was geht? Waffe? Wann? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen wunderbaren Video. Ich teste heute meine Persönlichkeit, weil aus gegebenem Anlass muss man 2016 einfach mal ein bisschen klarkommen im Leben. Tschüss, Ilja. Tschüss. Ciao. Tschüss, ne? Tschüss. Ciao. Ilja geht jetzt. Es ist 5 Uhr morgens. Wir arbeiten immer sehr lange. Stimmt nicht. Ich muss mal wissen, was ich bin und wie ich wirklich ticke. Deswegen bin ich auf meinwahresich.de gegangen. Die Webseite im Internet, wo man hingeht. Oh Gott, nee. Ich werde jetzt heute rausfinden, was ich derbe bin. Von daher, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefällt, auch Daumen nach oben. Gebt mir eine Chance. Wenn ihr neu dabei seid, Daumen nach oben und ein Abo. Und tschüss. Tschüss, Ilja. Tschüss. Dankeschön. Das haben wir gebraucht. Wir fangen einfach an. Was tatsächlich ist oder was möglich wäre. Ich weiß es nicht tatsächlich. Das, was tatsächlich ist. Ich bin ein ziemlicher Pragmatiker. Gut. Dein... Wow, Werbung. Das ist viel. Dein Tagesablauf ist strukturiert, richtet sich nach dem, was gerade ansteht, ist vollkommen unstrukturiert, richtet sich nach dem, was gerade ansteht. Wie gesagt, man kann nicht immer gut planen. Deswegen, ich habe gerade derbe gespuckt. Entschuldigung, USB-Stick. Hat deine Arbeit für dich einen höheren Sinn als nur Anerkennung, Einkommen oder Status? Absolut. Meine Arbeit macht Spaß und erfüllt mich. Ja, stimmt. Muss ich ehrlich tatsächlich nicht mehr weiterlesen. Also ich hab Spaß. Ich hab Spaß. Hört auf zu fragen. Bist du immer voller Tatendrang oder fehlt es dir manchmal irgendwie an Energie? Mir fehlt es manchmal irgendwie an Energie. Das stimmt schon. Und das probiere ich dieses Jahr auch schön zu umschiffen, indem ich viel vorproduziere, wenn ich ein bisschen Energie geladen bin. Damit immer Videos mit Qualität kommen. Geil! Übernimmst du ohne Zögern die Verantwortung für wichtige Entscheidungen? Ja, definitiv. Das mache ich sogar sehr gerne. Irgendwie immer mehr. Umso älter ich werde, umso lieber mache ich das. Neues Produkt hilft dir in 2 Wochen 10 Kilo Muskelmasse anzulegen. Come on. Gehst du stets gewissenhaft mit Informationen, Personen und Dingen um, die man dir anvertraut? Eigentlich schon, tatsächlich. Ich bin ein gewissenhafter Typ. Man nennt mich auch deswegen das Gewissen. Wie gehst du mit unangenehmen Aufgaben um? Ich erledige sie direkt, dann habe ich sie aus dem Nacken. Außer Arztbesuche, das meistens nicht. Bist du ein sehr ehrgeiziger Mensch und misst dich gern mit anderen? Ehrgeizig ja, aber ich muss mich nicht mit anderen messen. Ist wirklich so. Ich hasse das. Es gibt nichts Schlimmeres als sowas. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn jemand ankommt und dir sagt, und dann denke ich mir immer, ja, ist mir ziemlich egal. Begibst du dich häufig in neue, unsichere und womöglich auch riskante Situationen? Na klar, ich bin manchmal Klippenspringen, ey. Klar, ich wage jedes Risiko. Vielleicht bin ich manchmal zu leichtsinnig. Definitiv nicht. Schon, allerdings ohne dabei zu leichtsinnig zu sein. Ja, nein, ich gehe nur kalkulierte Risiken ein. Manchmal ist es mittel. Wenn eine Sache gut durchdacht ist, bringt sie kein Risiko. Ha? Ja, eigentlich, genau, ich mache schon gerne Sachen, aber ich will nichts Leichtes. Ich bin nicht so ein dangerous Dude. Ich bin gefährlich, aber kein dangerous Dude. Macht es dir Spaß, dich an der Lösung scheinbar unlösbarer Probleme zu versuchen? Oh ja! Nee, nichts ist unlösbar. Auf keinen Fall, nichts ist unlösbar. Ich löse immer alles. Alles löse ich. Erholst du dich nach Rückschlägen und Niederlagen in der Regel schneller als die meisten anderen Menschen? Weiß ich nicht, ich habe bis dato mich noch nie erholt von sowas. Ich habe lange an Rückschlägen und Niederlagen zu knabbern. Ist halt einfach so, ne? Also ich öffne mich gerade euch, Alter. Ich bin ein Buch gerade, Leute. Ihr könnt hier durchlesen. Ich bin Kompass der Gefühle. Ich bin Kompass der Gefühle. Was für eine tolle Biografie. Angenommen, du musst einen Streit schlichten. Worauf setzt du? Messer und Pfefferspray. Immer gut. Ich rate zu einem Kompromiss. Ich setze auf Gerechtigkeit. Ist nichts zwischen beiden. Aber normalerweise bin ich ein Kompromisstyp. Wenn zwei sich streiten, freue ich mich meistens, weil zwei andere sich streiten. Das finde ich absolut unterhaltsam. Aber ich bin Kompromisstyp. Ist es dir wichtig, in allen Bereichen deines Lebens stets die Kontrolle zu behalten? Oh jo, auf jeden, Alter. Ich hasse Kontrollverlust. Früher fand ich Kontrollverlust so übel geil. Und jetzt bin ich so, ist das ein Auge oder ein Regenwurm? Das will ich nicht mehr denken. Früher war das egal. Man kann leider nie alles unter Kontrolle haben. Das ist, glaube ich, eher so ein Ding. Alles habe ich nie unter Kontrolle, ja. Worauf vertraust du mehr? Auf meinen Verstand, auf mein Herz? Ich lasse mich von beiden leiten. Ja, beides tatsächlich. Also manchmal habe ich so Herzentscheidungen, so Bauch-Herz-Entscheidungen, so Körper. Entscheidungen fallen mir oft schwer, gehen mir leicht von der Hand, weil ich einfach was mache und dann sehe ich meistens, dass ich falsch liege und dann mache ich es einfach nochmal. Eine logische Entscheidung ist immer die beste. Auch wenn diese die Gefühle anderer verletzt. Stimmt das? Stimmst du zu? Nein, da stimme ich nicht zu. Ich bin kompletter Hippie. Ich liebe Gefühle von anderen Menschen. Und die möchte ich eigentlich immer ganz gut haben. Ich hasse Streit.
Ich hasse Meinungsverschiedenheiten. Ich hasse es wirklich. Es gibt nichts Schlimmeres. Setzt du dir manchmal Ziele, bei denen du eigentlich gar nicht so sicher bist, ob es sich dabei um Dinge handelt, die du wirklich aus voller Überzeugung möchtest? Ich weiß nicht immer so genau, was ich will. Das stimmt schon, ja. Ich bin so ein Wibbelwabbel. Ich nenne mich immer den Wackelpudding. Ich bin ein kleiner Wackelpudding manchmal. Blub, 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 blub. Glaubst du, dass man im Leben alles erreichen kann, was man möchte? Ja. Mit dem nötigen Ehrgeiz, Fingerspitzengefühl und Entschlossenheit ist alles möglich. Glaube ich, felsen fest dran. Träume sind da, um sie zu verwirklichen. Träume, weil sie unmöglich zu realisieren sind. Nee, die sind da, um sie zu verwirklichen. Richtig. Und zu guter Letzt, was triffst du am ehesten auf dich zu? Bist du ein verlässlicher Mensch? Ja. Vertrauensseliger Mensch? Ja. Prinziptreuer Mensch? Nee. Wissensbegierig? Nee. Gerechter? Ja. Ausdauer? Nee. Empathisch? Meh. Couragiert? Ja. Kreativer Mensch. Ich glaube, ich bin ein sehr kreativer Mensch. Ich bin, glaube ich, ein kreativer Typ. Und jetzt kommt das einzig wahre Ergebnis, worauf wir alle gewartet haben. Wir als Community. Ich bin ein Stratege. Habe ich nicht eigentlich gesagt, dass ich nicht weiß, was ich möchte? Du weißt schon sehr genau, was du möchtest. Und du bist dir auch vollkommen im Klaren darüber, dass man für seine Ziele eintreten muss. Von nichts kommt schließlich nichts. Und daher nimmst du dein Leben auch selbst in die Hand und gestaltet es aktiv mit, statt dich blind auf andere oder gar dein Schicksal zu verlassen. Allerdings rennst du niemals mit dem Kopf durch die Wand, wenn du dir etwas vorgenommen hast. Das stimmt tatsächlich. Viele überleben. Okay, ich bin Stratege. Das kann man auf Facebook teilen. Wenn man aber kein Facebook hat, dann sollte man das nicht teilen. Deswegen gehen wir direkt zum nächsten Persönlichkeitstest, weil ein Persönlichkeitstest ist gut, zwei Persönlichkeitstests besser. 20 kurze Fragen. Let's do it. Okay. Ich bevorzuge eine große Party, auf der ich viele Leute kenne. Ein gemütliches Zusammensein mit ein paar Freunden. Ein gemütliches Zusammensein mit ein paar Freunden natürlich. Ich interessiere mich mehr für das, was tatsächlich ist oder was möglich wäre. Das hatten wir gerade eben schon mal. Und deswegen interessiere ich mich für das, was möglich wäre. Mich beeindruckt vor allem Emotionen oder Prinzipien. Emotionen. In dem Kontext Emotionen. Ich arbeite am liebsten planmäßig über den Tag verteilt. Natürlich, über den Tag verteilt. Man kennt mich, YouTuber. Ich benutze eher klare, deutliche Sprache, Anspielung und Ironie. Anspielung und Ironie, natürlich. Unangenehme Aufgaben schiebe ich oft von mir her, packe ich sie sofort an. Natürlich packe ich sie sofort an. In Gesellschaft stehe ich gerne mal im Mittelpunkt, halte mich meistens zurück. Konträr zum Glauben, dass alle Leute, die das hier machen, was wir hier gerade tun, immer gerne im Mittelpunkt stehen. Ich kann es absolut nicht leiden, wenn ich im Mittelpunkt stehe, wenn ich in Gesellschaft bin. Das ist mir immer sehr unangenehm. Bis heute, selbst 5 Jahre später, wenn Leute mich nach einem Foto fragen auf der Straße, immer noch nicht schlimm. Könnt ihr gerne machen, wenn es auf der Straße in der Stadt ist oder so. Aber immer noch irgendwie unangenehm. Also irgendwie, ich fühle mich nie wohl damit. Und nicht wegen euch, sondern wegen mir. Also ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, ist ein bisschen komisch einfach. Esoterik und Übersinnliches halte ich für Unsinn. Entschuldigung, ich wollte euch nicht triggern, ist aber so. Neuen Leuten gegenüber bin ich offen und gehe auf sie zu. Ich bin ein offener Typ. Ich bin kein Introvertierter. Ich stehe einfach nur nicht gerne im Mittelpunkt. In der Regel komme ich etwas zu spät. Ein bisschen zu spät bin ich immer. Manchmal pünktlich, aber eigentlich 5 Minuten zu spät. Als Schlichter in einem Streit setze ich auf Gerechtigkeit. Das ist mein Slogan. Rate ich zu Kompromissen. Bin Kompromisstyp nach wie vor. Es ist schlimmer, sich immer im gleichen Trott zu bewegen, sich Träumereien hinzugeben. Ich finde das total schlimm, wenn man immer den gleichen Trott hat. Ich bin froh, dass ich jeden Tag was anderes machen muss und kann. Und wenn man es nicht beruflich kann, dann muss man es irgendwie privat ausgleichen. Das ist so ein Glück, dass ich das hier mache gerade. Kann ich mal kurz... Danke. Mein Tagesablauf ist regelmäßig und strukturiert. Richtet sich nach dem, was ansteht. Die Fragen hat man schon ein bisschen, ne? In meiner Freizeit mache ich mir es entweder zu Hause gemütlich oder bin ich unterwegs. Was denkt ihr? Ihr habt jetzt Zeit. Na? Bin ich meistens unter... Zu Hause natürlich, als ob ich rausgehe. Alter, guck mich an. Ich bin meistens eher ein praktischer Mensch, einfallsreicher Mensch. Ich bin ein einfallsreicher Typ. Ich könnte eigentlich bei Google arbeiten. Hashtag please Google, please recruit me for top management rules. I can bring the money. It's important for all the people in the Welt. You know, because there's people and then there's
crazy inventive people like me. Hä, was laberst du? Das hast du dir jetzt gerade ausgedacht? Ich lasse mich eher von meinem Herzen leiten, von meinem Verstand. Ja, war so teils, teils, ne? Aber normalerweise eher von meinem Verstand. Ich telefoniere selten und meistens kurz, weil ich telefonieren hasse. Telefoniert ihr gerne? Ich möchte Real Talk Antwort. Telefoniert ihr da draußen gerne? Ich kenne niemanden, der gerne telefoniert aus meiner Generation. Niemand. Bei Unternehmungen beschäftige ich mich lieber mit der Planung, mit der Umsetzung. Mit der Umsetzung tatsächlich. Planung bin ich gar nicht. In hitzigen Diskussionen suche ich den Ausgleich. Konfrontation in hitzigen Diskussionen ist immer schwierig. Entscheidungen fallen mir, gehen mir leicht von der Hand. Ja, eigentlich schon. Ne? Ich glaube, es kommt das Ergebnis jetzt. Du bist ein Ein Heiler. Ich war gerade noch ein Stratege. Machen etwa 3-4% der Bevölkerung aus und zählen zu den Idealisten. Was? Ich bin... Oh nein. 3-4%, ich bin ja was Besonderes. Ihre Introvertiertheit lässt sich natürlich dennoch nicht verleugnen und in Kombination mit ihrer intuitiven Seite macht sie das zu einem ernsthaften Denker und Grübler. Also ich bin eigentlich nicht so krass introvertiert. Ich stehe noch nicht gerne im Mittelpunkt, aber das habe ich doch auch angegeben. Nymphte! Ja. Leute, könnt ihr bitte euch alle mal da draußen zusammenschließen und selber mal einen Persönlichkeitstest machen? Schickt mir mal bitte gerne, was ihr seid. Also ich war jetzt hier auf charaktertest.net. Gibt noch 1000 andere Persönlichkeitstests-Seite. Was glaubt ihr denn, was ihr selber seid? Ich musste das für mich selber mal jetzt die Tage rausfinden, weil ich viel so mit so Selbstfindungsgeschichten jetzt zu tun habe oder so. Das fühlt sich ein bisschen weird an. Ich kann ja nicht offen drüber reden, das ist alles ein bisschen komisch. Alles cool. Ne? Aber vielleicht ist es wichtig. Ich bin eine Heiler und ein Stratege anscheinend und irgendwie irgendwas. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Schreibt mir gerne mal eure Tests in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da, wenn euch sowas gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu dabei wart. Lasst gerne eine WhatsApp-Gruppenbenachrichtigung bei euren besten Freunden da von diesem Video hier, dass die dieses Video gucken sollen und den Kanal abonnieren sollen. Das ist wichtig für uns. 2 Millionen Waffelbanden-Mitglieder. Dieses Jahr schaffen wir. Höchstwahrscheinlich nicht, aber Ziele sind da, um sie einigermaßen zu erfüllen. Von daher, let's do it. Hustle, boys. Okay, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.